Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti, wenn man neu ist. Die 28. Folge und der 13.10. Und ja, wir haben jetzt 4 Wochen hinter uns. Sind das 4 Wochen? 28? Ja, 4 Wochen. Und ja, ich habe heute auch noch, bin heute auch noch nicht dazu gekommen zum Bild oder durchgucken. Also, ich denke mal morgen früh. Heute, also jetzt gerade ziemlich spät schon dafür. Und wir sind ziemlich spät dran mit unserer Folge. Wir spielen gegen Terrana, unsere Lieblings-Raids zurzeit. Und naja, wir versuchen uns jetzt gerade mal nicht fertig machen zu lassen davon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. So, wir spielen gegen Terrana. Da ich noch keinen neuen Bild habe, lassen wir es mit dem alten Bild. Und ja. Wir versuchen ihn damit fertig zu machen. Uns halt nicht über einen Trop. Das Trop-Management fertig zu machen, Terrana. So, warum ich das mache, ist, damit der Reaper es nicht so leicht hat, hier in meine Base zu kommen. Oh, oh, nee, doch, das sieht ganz normal aus. Ich frag mich nur, warum man mittlerweile nicht mehr das zumacht. Eure Sonden werden angegriffen. Vielleicht gehen wir hier den mal ein bisschen auf den Keks, ey. Gucken wir kurz rein. Sehen keine Echse. Ah, okay. Eure Sonden werden angegriffen. Da wird uns wohl jemand auf den Sack gehen. Ist meine Sonde jetzt gestorben? Bin das geschafft? So, das sieht auch Cyclins aus. Ein durchgebautes Maschinendock. Okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Da war der Reaper. Wie gesagt, das ist einfach verschwendetes Geld. Keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass er gleich mit dem Cyclone Push kommt. Man kann zwar die Echse, nein, aber das macht nicht so viel Sinn. Ich bin das Herz der Finsternis. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir wollen wieder Sonnen. Was ist das? Wir müssen nachgucken gehen. Ich bin die Stimme der. Er wird zwar ein bisschen Zeit mit haben. Eure Sonden werden angegriffen. Forschung abgeschlossen. Das ist natürlich gerade richtig blöd, wie er auch mal da reingekommen ist. Hat aber immer noch keine Echse. Und hat den Reaper verloren. Ihr habt nicht.
keine Echse bedeutet nichts Gutes. Ein bisschen Schiss davor, dass er gleich mit diesem Push kommt, aber wir werden ja gleich mal nachgucken. Immer noch keine Echse. Doch, jetzt hat er eine Echse. Panzer? Flieger hat das auch schon. Ah. Was ist denn nur los? Warum soll ich denn rein? Ja, weil ich gerade Dings gebaut habe. So, mehr Gas. So, ich läuft es gerade wieder nicht. So, wir wollen mit, okay, er wird jetzt kommen. Wahrscheinlich mit Panzersupport, der steht schon da. Bunker. Scheiß. Ach ja, Terraner. Ich bin hier in den Schatten. Ihr wird nicht genügend Energie. Erneut diene ich. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin hier in den Schatten. Nicht ge... Mein Leben für Ajur! Was baut denn dahin? Also ich... baue noch den Enden und sterb ich nicht. Angegriffen. Adulara. Erneut dienen. Egal, GG. Vogel. Ach, Mann. Proximist. Ich will nicht mit ihm chatten, ne? Ach, Mann. Terraner. Dia 1 Spieler. Bronze 3 gerankt jetzt. Und das gemacht. Hä? Egal. Ich glaube, der Koloss wäre doch besser gewesen als die Unsterblichen.
Tja, keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Wahrscheinlich den Koloss gebaut und dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ich fühle mich gerade echt ganz schlecht gegen daran. Das ist einfach, keine Ahnung. Ich muss sagen, die Map. Ja, ich verliere nur immer wieder auf dieser Map. Ach, gegen Meister, boah, gegen den Meister Protoss, also. Das ist ja super. Mal sehen, was da kommt. Ich weiß nicht, warum ich gegen so starke Spieler zurzeit spiele. Mein MMR ist eigentlich ziemlich schlecht gerade. Damit müssen wir leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann nehmen wir halt ihm seinen. Doch, hab ich sogar gekriegt, oder was? Das hätte ich nicht gedacht. Der ist Meisterspieler. Kommt ein bisschen komisch vor. So, wenn wir mal gucken, wo der zweite Pylon ist. Hoffentlich ist in der Base von dem. Ja, ist in der Base. Ist schon gut. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, wir bauen zwei Adepten. Ja, bauen wir innen. Zwei Stalker. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Für den Ruhm. Basis wird angegriffen. Okay, jetzt selber das Stalker. Kommen wir jetzt Echsen. Wo werden wir gebraucht? Por Salah. Ja, Exekutor. Basis wird angegriffen. Er hat schon geäxt. So soll Najaka. Vorwärts! Die Kämpfer rücken vor. Was ist euer Ding? Das ist aber auch fies. Basis, ihr habt nicht genügend Mineralien.
Warum greifen die nicht weiter an, ey? Das hab ich schon verloren. Das war teuer für mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich spüre. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, müssen wir ein paar Truppen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich tippe darauf, der kommt gleich nochmal. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich glaube, wir hatten mehr Schaden gemacht als wir mit unseren Adepten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt kommt er. Ich bin hier. Oh ja, er ist auf jeden Fall sehr weit vorne. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Doppel-Robo. Oh, der ist richtig gut, der Spieler. Seid auf mich angewiesen. Wir werden. Ich bin das Herz der Finsternis. Erneut diene ich. Meine Damen und Herren. Ich kann mir vorstellen, dass er schon eine vierte hat. Eine dritte, meine ich. Mineralienfeld erschöpft. Eure Sonden werden. Da ist er schon. Klonen ist natürlich ein ganz großes Problem. Nicht mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineral. Mein Leben für Ajur. Hier steht noch da. Angegriffen. Mein Leben für Ajur.
Gucken wir mal, was er hat. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Viel. Richtig viel, aber noch keine Archons. Ich gibt es die Tees zum Unterstützung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich komme aus dem Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So war es auf jeden Fall. Erneut diene ich. Ihr müsst zu. Ja, Pylon. Ich komme aus dem Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Wie ihr befehlt. Wie ihr wünscht. Ich sehne mich nach dem Kampf. Phasenkristalle aufgeladen. Gut, Voidway war vielleicht nicht das cleverste Akt, aber. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr habt nicht genügend. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Wo ist denn seine Army? Für die Ehre. Ihr habt nicht genügt. Mein Leben für Ajur. Dritter hat auf jeden Fall schon separiert, so wie das aussah. Ja, er hat schon voll separiert, das auch selbst die Tees. Okay, das habe ich, kann ich noch gar nicht bauen. Mein Leben für Ajur! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, da kommen sie nicht drauf. Basis wird angegriffen. Oh, ich habe gerade Dings eingesetzt. GG. Gegen den hatte ich absolut keine Chance. Meister 3. Ja, mit so einem MMR. Also ich weiß nicht, warum ich gegen jemanden spiele, der 600 MMR mehr hat als ich. Oder war der schon fast 7? Ach, ich bin schon wieder unter 4000 gekommen. Naja, egal. Na gut, dann sage ich mal bis morgen und schönen Tag noch. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.